Willkommen zurück zu Super Meat Boy. Wir begeben uns in Chapter 2, The Hospital. Wo jetzt wieder das coole Intro kommt. An, wie heißt es? Castlevania angelehnt. Glaube ich. Ach, verbessert mich, falls ich es falsch gesagt habe. Es soll mir Rain sein. So. Ja, wieder 20 Level vor uns. Zwei Warp Zones, drei Warp Zones in dieser Welt wieder. Und einige Bandagen, die ich versuchen werde, natürlich wieder beim ersten Versuch zu bekommen. Ihr kennt's ja. Auf jeden Fall, könnte es sein, dass ich hier... Warte mal, ging die Sprungtaste gerade nicht? Doch, geht. 10 Sekunden, great, okay, ich beschwere mich nicht. So. Da muss ich da durch. Nope, das ging nicht. Da will ich durch. Nope. Ne. Vielleicht einfach direkt durchfallen. Ja, es geht aber mal. Oh, das war knapp. Aber wir haben es geschafft mit Great A. Bandage auch. So, Memories. Die Erinnerungen. Ja, erinnert ihr euch noch, als wir uns erinnert haben, dass wir uns daran erinnern sollten, etwas zu vergessen? Nein, ich auch nicht. Gut. So. Und aua, mein Kopf. Stell mich hier schon wieder an. Wie der letzte Horst. Zack, zack. So, die unterste Reihe hat keine Stacheln in der Decke. Hurra. Die ist ja so schwer. Und das nächste Level. Ja, das sind so Ventilatoren, die einen nach oben treiben. Nichts Besonderes, Schweres, außer wenn man so verkackt wie ich gerade eben. So, zack. So. Nein, ich hätte weiter unten drin landen müssen. So. Ja, jetzt hat so und so. Und drauf noch. Great A. Hurra. So, hier holen wir jetzt erstes den Great A. Da ist einfach, weiß ich nicht. Da ich nicht an dem Level irgendwie ausrasten möchte. So. Manage Great A. Und zurück zur Karte. Ja, super, springe ich gleich weiter. Hier gibt es aber noch eine Bandage, die ich haben möchte. Danke, Meat Boy. So, zack, zack, die ist da drüben. Nicht da unten. So, da ist sie. Ups, da hatte ich sie nicht. Jetzt habe ich sie. Und dann mache ich so ganz gechillig, mache ich den Sprung. Das ist zwar ein bisschen zeitaufwendig, bis ich den wieder schaffe. Aber ich muss auf jeden Fall nicht mit diesem Ventilator da unten spielen. Der würde mich wahrscheinlich umbringen. So, warte. So. Ja, das würde gehen. Nochmal. Nope. Ah Gott. Was war das? Das sah anders aus, als es aussehen sollte. Es war ein Frame-Einbruch und dann hat es mich einfach durch die Wand gezogen. Würde ich meinen. Hm. Egal, ich versuche es diesmal schneller zu schaffen. So. Bam. Und dann darüber. Und dann da hoch. Und dann darüber. Und dann in Bennett. Oh Gott, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Juhu! Bennett. So, hier geht's einfach wieder ganz normal. Durch, durch, durch. Dann da runter. Dann da versuchen, in den Abschub zu kommen. Und man hat es auch schon geschafft. Great A. Gut. Hier muss man so, dann darüber, dann da hoch. Dann da links, rechts, links. Okay, da bin ich irgendwie zu hoch an der Wand geklebt. Nochmal. Darüber, hoch. So, nochmal. Bam, great day. Hier ist eine Warpzone mit einem versteckten Charakter. Ja, vielleicht wirklich ein wenig müde. Ich bin gerade erst aufgestanden. Oh, die Warpzone ist ja noch eins weiter. Hier ist die Warpzone. Bam. Hier versteckt sich Jill, der Schuhlecker, eine Frau. Kommt gleich das Intro. Intro, 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 Intro. Da. Oh, da ist Meat Boy runtergefallen. Und da ist Jill. Hä? Oh. What the fuck? Bandage Girl. Muss retten. Jill schaut. Jill sieht Bandage Girl. Jill schaut genauer. Jill sieht Schuhe. Jill rennt los. So. Und jetzt spielen wir mit Jill. Jill kann eine besondere Fähigkeit, wenn man die Sprungtaste hämmert, dann fällt sie langsam. Ja. Das ist ein wenig praktisch, um durch sowas durchzukommen. Wie ich gerade schon gezeigt habe. So, und bam, erstes Level. Ja, ein Charakter-Warp, sonst muss man drei Level schaffen.
wie gesagt, um einen Charakter freizuschalten und sie werden pro Welt später immer schwerer. Ja, das habe ich toll gemacht in die Seiten. Ja, das habe ich gleich wieder nochmal ein zweites Mal gemacht, um zu zeigen, dass man nicht in die Seiten von den Stacheln reinspringen sollte. Da die Seiten von Stacheln ja sehr gefährlich sind, wie wir alle wissen. Nicht, aber es, ja, keine Ahnung, ist halt so. So, so und so. Eigentlich habe ich dieses Level gehasst, weil ich da immer gestorben bin. Okay, egal. So, und das Level ist Kinderspiel. Da muss man einfach nur so da runter und dann zack, 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 zack. Und dann nochmal so in die, nach links. Und bam, wir haben Jill freigeschaltet. Tut mir leid, Meat Boy, aber Bandage Girl ist eine andere Warp-Zone. Du hast Jill freigeschaltet von Mighty Jill auf. Kenne ich das Spiel nicht? Also, ich kenne das Spiel nicht, aber scheinbar gibt es ein Spiel, was so heißt. Um einfach, so, jetzt machen wir das Level auf hier nochmal. Nochmal. Bam. Zack, zack. Hui, Huzza. Ich glaube, da ging die Sprungtaste wieder nicht. Habe ich noch was falsch eingestellt? Da ging die Sprungtaste wieder nicht. Bis gleich. So, da habe ich einiges zugemacht. Dann töte ich mich nochmal kurz. Nicht, dass ich auch volle Zeit habe. Und hoffe einfach, dass es jetzt besser, flüssiger, schneller, senfiger, was auch immer läuft. Und da war ein Deck drin. Ja, Miet. Okay. Schön. Könnte ich jetzt, glaube ich, nicht mehr schaffen mit Great... Okay, ich habe ein Great A. Dann soll es mir egal sein, wie sehr es lag, wenn ich meine Great A's noch schaffe. Hier müssen wir, in diesem Level müssen wir an diesem Viech vorbei. Hier oben drüber so. Dann unten drunter durch und da oben über das andere landen. Aber diese Viecher bewegen sich gerade eindeutig zu langsam. Die bewegen sich Slow Motion. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das liegt aber eindeutig an Lags. Ich verstehe es nicht. So, diese Bandage holt man eigentlich anders. Ja, die holen wir uns auch anders. So, man sollte hier rüber, hier runter und dann da abspringen. So. Und dann das Level ganz normal machen. Ganz schnell. Und man schafft sogar... Ups. Nein, jetzt schaffen wir kein Great A mehr. Aber wir hätten Great A noch dazu holen können. So, nochmal. La 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 la. Wow. Ready. So, hier, das ist mein Lieblingslevel. Hier muss man den Schlüssel holen, dann umdrehen. Dann fällt hier ein Schlüssel runter. Ups, den ich nicht geholt habe. Und dann ist da eine Warp Zone. So, Warp Zone. Ah, die Decks sind endlich weg. Das merke ich jetzt halt. Gut. Mauszeiger, tschüss. Team Meat Präsenz, bla bla bla. Was ist das? Ach, das ist die hier. Ja, ich hasse es, bei Segen runterzufallen und dann noch zur Seite lenken zu müssen. Aber in dem Level geht's noch, weil hier noch relativ viel Platz ist. Aber es gibt später Level in Welt 5 oder so weiter, wo das nicht mehr so viel Platz ist und das ist nicht schön. Und hier machen wir einfach, ups. Und wir sauen uns einfach den Weg. Nein, kann man ja nicht in dem Level. Das Level ist sehr einfach. Ja, sehr einfach. So. Ah, wie schlecht ich mich anstelle. Scheiße. So, so. Ich will die Bandage. Ich sterb nochmal. Wie mache ich das? Wow. Warum war Meat Boy auf einmal so schnell? Egal, machen wir sie einfach nochmal. In dieser Aufnahme will ich gar nichts klappen. Ich sollte nicht mehr so früh am Morgen anfangen, Meat Boy zu spielen. So, nochmal. Zack, 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 zack. Ich habe jetzt hier keinen Bock länger zu warten. Das geht mir auf die Öden. Ja, auf die Öden geht's mir. So. Machen wir es ganz langsam. So, jetzt haben wir auch die Bandage. Jetzt müssen wir nur das Level schaffen, wo wir ganz schnell springen müssen, weil Segen gerade kommen. So. Bam. Thank you, Meat Boy. Bla 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 und above. Spielen wir hier mal mit Jill, weil wir ja alle Charaktere sehen wollt. Das Gold hier schon wieder so langsam durch. Leute, schon wieder Lags an. Hui, hallo, ich bin Jill. Ich komme nicht so weit. Nein, das Level mache ich noch mit Meat Boy. Einfach, weil besser und so. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Warten. Und Great A. Hurra. Das mache ich mit Jill. Charakter wechseln. Jill! Hallo Jill!
Aha, Sprungtaste geht wieder nicht. Wahnsinn. Was ist denn heute mit meinem Rechner? Was hat er denn? Hat Leistung wie nix. Dann holen wir erst die Bandage mit Jill. Weil zeitlich brauchen wir, haben wir, glaube ich, 10 Sekunden Zeit. Sprungtaste geht nicht. Bis gleich. Dann muss ich wohl mit Fehlern im Spiel leben, weil ich... Vielleicht liegt es daran, dass ich nebenbei uploade, aber... Es wäre ein bisschen krank, dass, wenn deswegen gleich Meatball lag würde. So, hier haben wir Great Egg geholt. Jetzt machen wir das Level nochmal, weil da rechts unten klebt eine Bandage. Die wollen wir auch noch. Und dafür müssen wir eben noch den Schlüssel hier oben holen und dann nochmal ins Level zurücklaufen. Ja, danke, du Schleimball. Du gehst mir leicht im Weg um oder so. Nee, überhaupt nicht. So, jetzt gehen die beiden mir im Weg um. Aber da springen wir auch einfach drüber. Da schwebe ich einfach mal rüber. Okay, jetzt geht das Spiel wieder. Komisch, ich verstehe es nicht. Meatball will einfach laggen manchmal. So, und dann warten wir, bis die wieder runtergehen. Und dann gehen wir da hin. Und dann hüpfen wir über den... Ups, da haben wir fast vergessen zu springen. Und dann fliegen wir darüber und holen uns die Bandage. Hurra, Bandage Cat. So, das Level geht ja auch ganz einfach mit Jill. Weil, ja, wenn man einfach nicht runterfällt. So, da lassen wir uns hochtreiben. Bam, holen wir uns den Schlüssel. Gehen hier rüber und da rein. Und bam, Great A. So, was haben wir hier? Ah ja, das Level hier ist wieder eine Warp Zone. Kann ich auch gleich mal zeigen, was passiert, wenn man mit anderen Charakteren in eine Warp Zone reingeht. Ja. So... So, so. War es uns verschwunden hier? Wie gesagt, nach einer bestimmten Zeit. Aber die haben wir noch bekommen. Meat Boy. Amon 26. So, ja. Es wird kein Charakter in die Warpzone reingesogen. Man sieht einfach nur die Warpzone und den Schrei. Das ist, wenn man mit einem anderen Charakter als Meat Boy spielt. Auch mal was Schönes, gell? Ja, einfach. Einfach mal zu faul sein, alle Charaktere für diese Animation zu animieren. Lalala, wir haben uns eine Bandage geholt. Bandagen. Braucht ihr bestimmt auch mal, wenn ihr euch irgendwas verletzt. Klebt euch dann noch unten. Ja? Hättet ihr nicht gedacht, was? Ja, so viel weiß ich. So, zweites Level. Die Level hier sind eigentlich Kinder. Kinder. Ja. Kinder und ich bin tot. Wieso? Jedes Mal, wenn ich sage, dass ein Level einfach ist, sterbe ich da auf diese, nach dieser Aussage. So, es ist eigentlich so. Man hüpft hier schnell hoch. Nichts dabei. Gar nichts. Aber egal. Hier ist wieder eine Bandage, die irgendwo asozial hängt. Ich glaube, da rechts an dieser Säule hängt sie. Ja. So macht man und dann macht man so. Und schon hat man sie. Und an dem Level ist sonst nicht so viel schwer. So, da warten wir, bis dieser Schleimi mal noch seine Runde gedreht hat. So, so. Und haben wieder. Tut mir leid, aber Bandage Girl ist in einer anderen Warp-Zone. Bam. So, haben wir noch 5 Level vor uns. Meatballen wir doch wieder mal durch. So, zack, zack, hier. So, der Weg geht jetzt ein wenig schneller als der andere, glaube ich. So, Seitenwechsel und hier, gerade runter. Bam! Hallo, Bandage Girl. Meat Girl, wollte ich schon sagen. Nee, Meat Girl ist sie noch nicht. So, hier hin, dann ist auch dort auf der linken Seite eine Bandage, wenn ich mich recht erinnere. Ja, schön. Dann müssen wir da hoch, dann müssen wir dorthin. Dann müssen wir hier warten. Und dann durch. So, Great A haben wir nicht erreicht. Das war ja irgendwie klar. Zu erwarten. So, dann machen wir so. Ach, komm, töte mich. Jetzt sind wieder leichte Licks im Spiel. Ich verstehe es einfach nicht. Ich will es nicht verstehen. Die Welt will mich nicht verstehen. Ich verstehe gar nichts mehr. Bam. Laser ist zwar da, aber ich hab's noch geschafft vorher. Bam, ich bin schneller als Laser. Ja, da bleibe ich erstmal im Thema stecken in dem ersten Loch. So, so, so. Wie ich einfach 10-mal auf die Sprungtaste drücke und nichts passiert. Okay, diese Stelle kann ich nicht ohne Lex machen. Wir sehen uns, wenn der Upload fertig ist. So, da sind wir wieder. Das Video ist abgeladen. Schauen wir mal, ob wir jetzt springen können. Ja, wir können springen. Es geht wieder. Hurra, es geht ohne Lex. Okay, ich spiele nur noch, wenn ich nicht mehr uploade und mein Internet zuhüst. Schön zu wissen. So. So, dann müssen wir noch durch. Zack, zack, zack. Und... Great AR, oh, ist das schön. Das ist so ein Unterschied. Besonders bei der Bandage. Das ist jetzt wirklich brauchbar. Die andere Aufnahme wird verlangsamt wirken und alles. Deswegen, ja, wird die Aufnahme auch länger sein, als sie sein sollte. So. In diesem Level werden wir als erstes die Bandage holen.
Wir müssen warten bis ca. 21, dann gehen die Laser für eine Sekunde aus. So, dann müssen wir hier rein. Dort rüber, da hoch, hier hoch. So, da, und dann müssen wir die Bandage da holen. Dann da runter, dahin, hier links hin. Und hier müssen wir warten bis ca. 40. La la la, la la, la la la. Nein, bis 42 ca. La la la, la, 42, 43, irgendwann, dann geht's aus. 41, 42, so. Bam! So, die Bandage haben wir schon mal. Ich hab Joseph freigeschalten. So, auf dieses Lasergeräusch gehen wir erstmal zurück. Der Boss wir auch schon freigeschalten. Und wir holen noch Bandage Girl mit Joseph. Joseph kann eine Art Doppelsprung, er kann sich auf jeden Fall nochmal in der Luft drehen. So. Ja. Der kann dann nochmal ein bisschen höher kommen. Bringt mir jetzt in dem Level gerade nichts, aber ich hatte einfach gerade... Ja, komm. Brauche ich Meat Boy. Brauche Geschwindigkeit. Bringt mir gerade nichts, aber bestimmt irgendwann später mal. Obwohl ich dann eigentlich auch schon Ogmo habe, der einen normalen Doppelsprung hat. Egal! So, jetzt müssen wir hier runter. Müssen uns hier hinstellen, warten, bis dieses schöne Kettendingsens da ist. Und dann müssen wir darüber rennen. Und haben keinen Great A. Weil wir 16,5 Sekunden brauchen dürfen. Deswegen müssen wir Hyperspeed machen. Ups. So. Nirgends Anstoß. Nein. So. Zack. Wir brauchen mehr Geschwindigkeit. Mehr Geschwindigkeit heißt mehr Geschwindigkeit heißt mehr Geschwindigkeit. Tja. Ja. Drei. Boah, Gott, ist das knapp. Ja, aber haben Great A erreicht. So, zack, zack, zack. Gehen erstmal hier hoch, holen den Schlüssel, warten hier, bis es ausgeht. So, zack. Und dann fallen wir hier runter. Halten uns auf der rechten Seite auf, meine Güte, nicht auf der linken. Willst du mich verarschen, Spiel? So, Schlüssel holen, warten, bis die Laser ausgehen. So, runterspringen. Geh auf die linke Seite von dem Ding. Hallo. Ja, ich krieg mich gerade ein wenig auf, weil die Steuerung nicht so möchte wie ich. So, bam, great day. So, hier liegt da innen eine Bandage, die werden wir uns als erstes holen. Ah, warte, aber die kann man anders holen. Geht genauso. So, wir gehen hier außen entlang. Das erspart uns diesen ganzen inneren Weg. Gut, dann müssen wir dort hinunter. Genau. Dann müssen wir an diesem Schleimball vorbei, uns die Bandage schnappen. Warten, bis dieses Schleimding sich mal aus der Ecke da verzieht. Oh, geh nochmal runter, Schleimi. Oh, danke, Schleimi. Dann müssen wir hoch, uns noch Bandage Girl holen. Bandage Girl. So, 40 Sekunden. Nochmal wiederholen das Level. So, dieses Mal geht es ein bisschen schneller, weil wir auf Zeit spielen. So, hoch. Da wollte die Springtaste gerade nicht, war aber nur, weil ich nicht gedrückt habe. Dann da runter. Dann uns hier hochtreiben lassen. Wir haben 30 Sekunden oder sowas, um das Level zu schaffen. Für Great A, also, es geht locker. 24 Sekunden eben. So, das waren alle 20 Level. Wir machen noch den Boss hinterher. Dann wird diese Party 20 Minuten oder so. Soll mir auch recht sein. Ist hier nur Meat Boy, schlechte Qualität und so. Kann man schnell hochladen. Oh! Okay, wir achten lieber diese Cutscene. Da ist Dr. Fetus, hat eine Fernbedienung, drückt sie und es kommt ganz viel Blut. Und es bleibt stecken, das Blut. Und er hämmert auf den Knopf. Und jetzt wackelt alles. Jetzt ist er verwirrt und jetzt kommt ein riesiger Blutklumpen rausgefallen. Und dieser Blutklumpen ist... Chad! Ist der nicht süß? Ja, er ist süß. Ja. So, der Kampf gegen Chad ist eigentlich relativ einfach. Wir müssen nur mit ihm mit nach oben klettern und immer den Schlüssel holen. Ups, und nicht, natürlich nicht aus dem Rand vom Bildschirm rausklettern. Au. So, und jetzt hier innen hinstellen. Wenn ich recht... Ja, genau, perfekt. So. Das Ganze müssen wir dreimal machen, dreimal den Schlüssel holen. Und dann ist Chad besiegt. So, jetzt race er hier nochmal durch. Er kommt gar nicht dazu, nochmal zu springen, weil wir vorher schon wieder den Schlüssel haben. Ja, Chat. Ja. Wow, der ist in mich reingerast, aber ich hatte den Schlüssel zur selben Zeit. Oh mein Gott, Sonnenlicht. No. So reagiere ich natürlich auch auf Sonne, wie ihr alle. Ja.
Sonnenlicht. Er wird klein. Und ist weg. Oh. Ja. Blub. Taucht unter. Dort hinten ist Dr. Fetus, der Bandage Girl noch gefesselt hat. Und es quietscht irgendwas an. Chat! Knutschi, knutschi. Knutschi, knutschi. Kick. Ah! Nein, Meatboy, was hast du Chat angetan? Wie kannst du nur? Er ist tot. Egal. Und Dr. Fetus ist geflohen, während wir nur in die Ecke standen und zugesehen haben. Aber Chat lebt immer noch. Knutschi, knutschi. So süß. Jetzt geht Meatboy mit einem Kissen hin und erstickt ihn. Nicht ganz so süß. Bam. Gut, wir sehen uns nächstes Mal wieder in der Dark World, wenn wir die restlichen 9 Bandages holen, die 20 Dark World Level in Great A machen und die letzte Warp Zone machen. Bis dann, euer Zombie!